Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, die Location ist, wie man sieht, heute mal ein bisschen anders. Das liegt an diesem kleinen Päckchen, das wir hier bekommen haben. Das ist vom lieben Schatzkarten, einem anderen YouTuber, den ich euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt habe, völlig klar. Und der hat mir hier ein kleines Päckchen zukommen lassen, sozusagen eine Kanalspende. Ich weiß noch nicht wirklich, was auf mich zukommt. Ich wollte es zuerst vorher auspacken und dann zeigen, aber als ich das aufgemacht habe und gesehen habe, wie das so eingeräumt ist und so, da dachte ich mir, das muss ich einfach so vor der Kamera aufmachen. Den Brief, der drin ist, den habe ich auch schon gelesen, den lese ich dann aber hier gleich nochmal vor. Ich denke mal, das sollte in Ordnung gehen, da steht jetzt nichts allzu Privates drin. Schauen wir uns das einfach mal an, was hier so drin ist. Also das ist jetzt wie gesagt der Brief, auch schön mit seinem Logo oben. Alles sehr professionell, wie aus einem Laden. Hallo Julian, wie versprochen, hier ein paar Karten für dein Projekt. Zusätzlich zu den Holos habe ich dir noch unlimitierten Common Bulk aus meinem X4 Special Edition Unboxing und die beiden Structure Decks aus meinem letzten Opening dazugelegt. Ich hoffe, du findest eine gute Verwendung dafür und ich bin gespannt, wie sich dein Vorhaben House of Cards und dein YouTube-Kanal weiterentwickelt. Gruß, ja. An der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an dich, lieber Schatzkarten. Ich weiß es leider nicht mehr, wie du mit Vornamen heißt. Stand zwar auf der Adresse drauf, aber die habe ich jetzt übermalt. Echt coole Sache. Wir wollen uns das mal angucken, was hier so drin ist. Also es ist tatsächlich sogar mit Polsterung und so weiter. Hier scheinen die Holos drin zu sein, vermute ich mal. Das sind zwei etwas dickere Päckchen. Auch hier mit seinem Logo drauf. Richtig schön gemacht. Das legen wir mal dahinter. Dann haben wir hier, also holen wir das Ganze mal raus. Genau. Also zum einen haben wir hier die beiden Structure Decks. Die lasse ich jetzt zu, die werden wir jetzt nicht aufmachen. Genau. Das sind jetzt eben die aus das sind die Structure Decks aus diesem Duelist Pack Kaiba und Yugi Box. Genau, da waren die ja mit dabei. Richtig coole Sache. Ich bin im Übrigen gespannt, inwiefern sich die Reprints dieser beiden Decks auf den Preis der Ultimates, der jeweils enthaltenen Promokarten, auswirken. Der dunkle Magier war jetzt, glaube ich, nicht so viel wert, aber der Blue Eyes, der ging, glaube ich, schon so 8 Euro. Jetzt bin ich mal gespannt, ich gucke danach mal gleich im Market, ob das immer noch der Fall ist. So, jetzt haben wir hier noch ein paar Karten. Ich denke mal, das wird dann der Bulk sein, abgesehen von diesen Promo-Päckchen. Die schauen wir uns jetzt natürlich auch noch gleich an. Aha, genau, das ist das Promo-Pack. Da müsste jetzt drin sein der dunkle Magier und der Blue Eyes, wenn ich mich nicht täusche. Richtig geil. Den haben wir ja auch exakt so auch aus der Legendary Collection Kaiba. Oder aus dieser Kaiba, ja, doch Legendary Collection Kaiba L106. Den hier hatten wir davor einmal in Secret Rares der Tinbox. Leider Gottes habe ich den noch nicht. Ich wollte mir niemand abgeben. Den sieht man auch extrem selten in Sammlungen. Also ich weiß nicht, was da los ist. Höchstwahrscheinlich wollten die Leute alle behalten, weil er halt neu ist. Ja, jetzt nicht, weil er unbedingt überkrass ist, aber weil er halt neu ist und den so noch nicht gab. Ich habe ihn natürlich auch zweimal in Ultra Rare aus Japan. War er damals schweineteuer und jetzt eben hier auch nochmal auf Deutsch. Sehr, sehr schön, richtig cool, gefällt mir. Mich persönlich würde es auch interessieren, wie den Secret Rare aussieht, aber irgendwann werde ich mir mal auf einen Schlag 10 Stück ranholen. Die sind ja nicht teuer, auch der Blue Eye ist natürlich super, allerdings hatten wir den natürlich erst letztens. Wird allerdings trotzdem in die Sammlung kommen, weil mir ja ohnehin noch ein paar in Ultra Rare fehlen. So, das waren jetzt die Promos, das finde ich schon mal cool, die legen wir mal da oben hin. Das hier sind jetzt die, okay, Common Bulk, beziehungsweise Rare Bulk offensichtlich. Oder Bulk, hat ja ein Abonnent gesagt, dass das Bulk ausgesprochen wird. Künstlerkumpel Schädelkrobat Clown, das ist mein Lieblingskünstlerkumpel und zwar in Super Rare aus OP. Ich finde, der ist einfach krank designt, richtig geil, also passt voll. Finde ich auch nicht albern, die Karte. Ne? Also Künstlerkumpel, Kuscheltiere, bin ich ja meistens eher so der Typ, der sagt, die sehen halt ein bisschen doof aus teilweise. Aber der sieht echt cool aus, der gefällt mir sehr, sehr gut. Und ja, richtig nice. Genau, FA Werkstatt auf Rädern. Dann haben wir, die ist in Japan super rare. Genau. Tinwinkel, meine Lieblings-Tinwinkel-Karte. Sichere Wache, Flammen-Administrator. Yokozuna Sumo-Geist,
Kuro Obi Karategeist, Zombino, eine richtig coole Karte. Die zwei sind so nah, sterben und stehen auf. Echt unzertrennlich. Ich weiß nicht, der Text gefällt mir irgendwie. Der hat was Mystisches, was Geheimnisvolles irgendwie. Und auch das Artwork gefällt mir extrem gut. Finde, ist eine schöne Vanille. Hätte auch eine Super oder Ultra oder Secret werden können, aber das ist ja leider Gottes nur noch den spielbaren Karten vorbehalten. Weltvermächtnis, Weltschild, DD-Sucher. Pitzsoldat, finde ich furchtbar, die Karte. Wackelclown, da finde ich eher den Namen furchtbar als das Artwork. Dann Tinwinkel Engel, der sieht eigentlich auch ganz cool aus, muss ich sagen. Genau, dann der Eindringling, die Basiswache, der Hund, der Beschützer. Dann Mayong, Bronze, Männchen, Mädchen. Mekritter, grüner Horizont. Und dahinter auch noch gleich der orange Sonnenuntergang. Und die beiden nebeneinander auf einer Doppelseite sehen übrigens ziemlich gut aus für Leute, die sich ein paar von denen in Ordner packen wollen. Das sind beide sehr, sehr, sehr schöne Karten, sehr schöne Comments. Ich mag ja die Mekritter ganz gerne. Dann Aussperrwache. Watt, kinetischer Puppenspieler. Soweit ich weiß, hat der einen ziemlich einzigartigen Effekt. Ich kann zwar nicht wiedergeben, will jetzt auch nicht vorlesen, aber habe ich so mitbekommen. Dann Striping Panda. Striping Partner jetzt. Dann Greifangler, den finde ich sehr cool von der Optik her. FA Navigationssystem. Linkgurt Wanddrache, da geht sogar einiges, habe ich gehört. Wenn ich mich nicht verhört habe, in Euro oder so soll der gehen. Keine Ahnung, finde ich übrigens auch optisch relativ cool die Karte. Dann Artefakt Mjölnir. FA Stadt Grand Prix. Dann Platztausch, das ist eine Shortprint. Das ist eine Shotprint, die legen wir uns auch mal raus. Finde ich cool. Dann Nagelschutz. Feuergefängnis. Linkloch. Spaltenwanderung. Eulers Kreis. FA-Testfahrt. Steinhardt-Auffrischung. Kaliberkühlung. Oh Gott, diese Raketen, die sind so scheiße, ohne Witz. Tinwinkel, oh Gott, Delaunei. Dann Techniken der geheimen Schriftrolle. Geistrick Renovierung. Rüstung des Parallelports. Aufsteigen Ei. Hoppla. Ich weiß nicht, war das auch ein Shortprint? Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube schon, aber wenn wir es nicht wissen, lassen wir es mal. Dann, oh Gott, pathisches Manöver, Deidhans und Ruf des Erzunterbettlers, die sieht ja geil aus, ohne Witz. Das ist eine kranke Kommen. Gebt euch mal das Artwork, richtig fett. Okay, das waren jetzt die Comments und jetzt wollen wir uns am Ende noch die Holos angucken. Das ist ein ganz schön dickes Paket hier. Aber vorsichtig sein, dass wir ja nichts beschädigen, das Ding ist Rasiermesser scharf. Ich habe die Klinge mal getauscht. Im letzten Video hat es ewig gebraucht, bis ich das aufbekommen habe. Da habe ich einfach die Klinge getauscht, beziehungsweise umgedreht und hätte ich eigentlich vorher machen sollen. Oh. Ja, so. Jetzt schauen wir mal, was wir da haben. Ui, das hat er aber gut verpackt. Oh. Yes. Also normalerweise bei den Reprint der Duelist Packs. Die sind ja auch richtig fest dran geklebt und das hier auch schon. So, und schauen wir mal. Sogar alle nochmal eine extra Hülle. Da haben wir jetzt den Spiral Sleeper. Zweimal. Den Lichtenddrachen aus Radio und Megapack. Den blauäugigen weißen Drachen aus CT14. Sehr schön. Oh, da ist er ja. Der dunkle Magier aus CT14. Geil. In Secret Rare. Mensch. Richtig nice. Ist das geil. Mein erster. Den legen wir uns gleich raus. Dann legendärer Ritter Timaeus. Es gab von den drei einen, der relativ teuer war. 8 Euro oder so. Ich glaube, das war der.
Den lege ich mir auch mal raus, da werde ich gleich nachgucken. Richtig geil, von dem habe ich auch noch gar nicht so viele. Dann die elektromagnetische Schildkröte. Ein schweigsamer Schwertkämpfer Level 5 aus EEN. Richtig cool in Secret. Der war in der Special Edition mit dabei. Und ein heiliger Phönix von Neftis. Auch geil, die Karten natürlich in einer 1A, in einem 1er Zustand. Mega nice. Richtig nice. Kann ich auch alle super gebrauchen, muss ich sagen. Sehr schön. Ey, das erste Pack, das hat mich schon mal richtig vom Hocker gehauen. Ganz schön großzügig, der Schatzkarten. Ich habe ihn persönlich ja auch abonniert. Schon eine ganze Weile. Bin halt eher stiller Zuschauer so. aber echt gut. Er hat sich auch bei der Verpackung, wenn man das mal sieht, naja, das ist echt, echt gut gemacht, muss ich sagen. Sicher, sicher. Strahlende Pixie aus dem Adventskalender. Rosenfee aus dem Adventskalender. Dann Eskalation der Monarchen aus Prime Origin. Oder Primal Origin, glaube ich. Die Monarchen brechen hervor. Griffinwing aus dem Starterdeck Pegasus. Oh, behüteter Schatz. Das ist, glaube ich, eine Karte, die war auch relativ teuer damals. Von der habe ich auch. Ja. Ich weiß, ich habe normalerweise von allen Karten eine Menge, aber von der habe ich erst eine. Das ist meine zweite. Dann Berserker-Seele, auch richtig schön die Karte, richtig geil. Oh, Super-Polymerisation, nice. Aus der Legendary Collection GX. Sehr Secret Rare-lastig, ne? Richtig cool. Richtig nice. Die gefällt mir. Double Passé ist auch eine sehr schöne Karte vom Artwork her. Richtig nice. Und ein Regenbogen-Kuribo. Sehr schön, sehr schön. Gefällt mir echt gut. Also ich muss sagen, krasse Karten hier drin. So. Schön, dass wir hier so eine Papierunterlage haben. Da können wir das alles gleich draufkleben. So, ich kann das hier schön abmachen. So, da haben wir jetzt einen Verdorbener Drachokytos Niederseelendrache. Einen Schwarzflügel Notung das Sternenlicht. Oh, der Weihnachtsunterwälder. Die war eine lange Weile, wollte ich schon fast sagen. Die war eine lange Zeit TCG Exclusive, glaube ich. Oder ist vielleicht sogar noch TCG Exclusive, ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall sehr cool. Eins meiner Lieblingsartworks zur damaligen Zeit, als sie rauskam. Sehr oldschool, sehr einzigartig, gefällt mir. Dann Perro Cerberus. Dann Sephylon, der ultimative Zeitherrscher, auch eine richtig schöne Karte. Der Explodierdrache. Die verräterischen Schwerter aus PGLD. Sehr, sehr schön. Ring der Zerstörung, auch eine richtig coole Karte. Nice. In Gold Rare. Das freut mich, die ist nice. Und der Nitro-Krieger aus der LC, wollte ich schon fast sagen, aus dem Adventskalender. Sehr, sehr nice. Echt coole Sache. Am Ende noch eine Ultra. Richtig cool. Ja, Nitro-Krieger ist eine coole Karte. Ich fand die auch in Ultimate schon immer schön. Also von diesen ganzen Kriegerkarten ist das bei einer mein Liebling. Echt nice. So, und jetzt zu guter Letzt haben wir noch das Set hier. Dieses kleine Booster, sage ich jetzt mal. Dann können wir das hier wegtun. So, ich sehe schon eine Spielmarke. Sehr cool, eine Kuribo-Spielmarke. Noch eine Kuribo-Spielmarke. Ich denke mal, das wird jetzt hier ziemlich spielmarkenlastig werden. Oder ist, oder war es zumindest. Oder waren es bloß die zwei? Waren es bloß die zwei, genau. Dann der Kartenauswerfer. Auch cool. Aus DPCT. War da nicht auch dieser Sternenstaub-Angriffsmodus dabei? War das gerade gar nicht. Oh, cool. Jane, lichtverpflichtete Paladin. Ah, das auch sieht sehr gut aus. Oh, sehr schönes Artwork. Die 6 Samurai, Yariza. Auch eine extrem coole Karte. Ach, du Heilige. Richtig nice. Oh, 6 Samurai, Kamon. Das sind ältere, ne? Das sind also, die waren ja damals in Kamen, glaube ich, dabei. So in den ersten Jack-Sets, wenn ich mich nicht täusche. Dann haben wir die 6 Samurai Iru. Die 6 Samurai Yaichi. Und. Oh, ist das geil. Aus Duelist Alliance.
Die Karte ist so fett. Saphira, Königin der Drachen. Das ist eines der schönsten Ritualmonster, die es gibt. Also das ist richtig nice. Die ist richtig krass. Wenn wir die schon am Ende des Videos wären, würde ich sie jetzt auch auf jeden Fall hier oben rauslegen. Ey, das ist ja mal cool. Richtig geil. Also Saphira finde ich echt nice. Ich weiß nicht, auch ein Ultimate, die sieht einfach Bombe aus. Egal ob Ultra, Ulti. Richtig geil. Ja, dann bedanke ich mich bei dir. Wirklich extrem großzügig. Das bringt mich auch extrem weiter. Ja, also das ist einfach heftig. Einfach übertrieben großzügig. Ich verlinke dich auch unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank nochmal dir. Guck mal auf seinen Kanal, der macht echt gute Videos. Das sage ich jetzt nicht nur, weil ich Karten von ihm bekommen habe, sondern weil es halt so ist, sonst hätte ich ihn ja nicht selber abonniert. Also guckt mal vorbei, vielleicht gefällt er euch ja. Und wenn ja, lasst ein Abo da. Ist echt ein netter Typ. Und ja, wir sehen uns dann zur nächsten Folge Neuzugänge. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.